Dieses Video dient lediglich der Unterhaltung und sollte keineswegs ernst genommen werden und ist eine Videoantwort an ungespieltes Video vor 2 Tagen. Hallihallo und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute ist noch jemand anderes dabei. Ja. Ja, wer? Hallo. Ich bin's der Mel. Ja, und wir spielen jetzt halt eine Runde Survival. Nein. Wir spielen eine Runde Dragon Escape und wir versuchen jetzt in diesem. Das ist, finde ich schon fast zu nervenaufreibend. Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Das ist ein sehr nervenaufreibendes Spiel. Und eigentlich ist das eigentlich auch schon viel. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Das ist viel zu viel für meine Nerven manchmal. Darum möchte ich mich entschuldigen, dass ich. Ja. Dass ich manchmal einfach so durchdrehe. Weil. Ja, und. Ja, genau. Der Melon ist da halt schon ein bisschen anders. Der ist da schon ein bisschen ruhiger. Und. Ja. Ich weiß halt auch nicht. Ja, also gerade geht es auch. Also ich bin nicht so. Du bist. Du jetzt gerade so aufgedreht. Ja, ich find schon, du bist aufgedreht als sonst. Also. Ja, wir also sonst. Wir skypen, schon. Wir skypen ja eigentlich auch noch recht viel und. Er ist eigentlich immer. Ruhig, nicht so wie heute. Heute ist er richtig. Oh, ich bin runtergefallen. Wie in meinem Leben. Wie in meinem Leben bin ich runtergefallen. Ich bin. Nein. Ich mache einen Doppelsprung, obwohl er nicht nötig wäre. Und der. Nein. Einer hat es ins Ziel geschafft. Und ich. Ich nicht. Ich bin hinter dir runtergefallen. Was soll ich sagen? Freunde, so. Ja. Sounds sind ziemlich laut. Es ist ziemlich krass, was hier eigentlich gerade, also, was hier abgeht. Also ich kann es fast nicht glauben und ich hoffe, ihr versteht das auch, weil ich kann das nicht so gut verstehen. Und ja, ich bin halt einfach momentan, wie ihr vorhin vielleicht in Mellen gesehen habt, im freien Fall. Also, ja, ja, aber nämlich. Nee, eigentlich. Nee, doch, also im freien Fall der Glücklichkeit. Also ich bin wirklich sehr, oh ja, sehr, sehr glücklich. Das hört man höchstwahrscheinlich in meiner Stimme, weil so enthusiastisch war ich schon einige Jahre nicht mehr. Und das. Ich bin schon runtergefallen. Oh nein, aber genau, finde ich, genau das macht halt Spaß, weil. Man kann. Traurig zu sein? Nein, ich bin nicht traurig. Ich bin verdammt glücklich in meinem Leben. Also. Das okay. Hört man wahrscheinlich an meiner Stimme, weil die ist so enthusiastisch, wie gesagt, wie schon vor. Wie noch nie eben. Nein, ich komm nicht über die Wand. Die Wand ist voller. Die Mauer. Die Mauer muss weg. Ja, das ist. Ich finde halt einfach. Das alles. Das ist alles schön, wie es gerade läuft und es ist alles wirklich schön. Und auch zum Beispiel meine Haare heute. Ich hab nichts gemacht. Ich hab mir wirklich einfach gedacht, nee, machst du nicht, weil das passt nicht zu dir. Das bist nicht du. Ich bin das nicht. Wer würde sich sowas machen? Also. Ja, ich nicht eben. Und der andere hat schon wieder gewonnen. Es ist ein guter Spieler. Und ich. Ja, schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass du gewinnen würdest. Oh, das. Aber du hast mich enttäuscht. Wie man vielleicht hört. Ja, jetzt hör ich jetzt auch. Vorhin warst du noch richtig glücklich. Und jetzt. Ja, das kann sich schnell ändern irgendwie. Das ist halt das Leben. Es ändert sich alles immer wieder. Man läuft rückwärts in Minecraft, aber dann wieder vorwärts. Ich
Manchmal. Soll ich ein Gedicht über die Zukunft sagen? Manchmal taucht man ins Wasser und berührt Gräser. Es ist unglaublich, Freunde. Ach ja. Aber ja, Melon, klar, mach mal. Zukunft. Lange nicht sein. Zukunft. Morgen sein. Nee, also. Wir darin gehört. War liebevoll vorgetragen. Oh ja. Aber wahrscheinlich haben jetzt gerade ja meine Abonnenten das nicht gehört, weil. Bin ich leise? Nein, du bist nicht. Du bist kein bisschen leise. Du hast eine sehr, sehr schöne Stimme, aber es ist immer so buggy in TS. Darum. So, und jetzt probiere ich mal. Oh nein, ich habe den Anfang verpennt. Jetzt bin ich bei allen drin. Nein. Oh, das ist nicht schön. Nee, das. Aber ich habe einen scheiß Mittelweg, den ich gar nicht kann, genommen. Ich bin denn schwierig. Nein, ich bin hier mitten in den Leuten drin und dieser Baumliebhaber ist schon wieder an erster Stelle. Er ist wirklich sehr schnell. Er hat's wirklich draus. Er weiß, wie es läuft. Er weiß. Ja, der Baumliebhaber ist sehr gut. Er weiß einfach, wie das Ganze hier geht. Er weiß, wie. Ja. Aber der Baumliebhaber ist tot. Ist er tot? Oh, dann könnte ich ja vielleicht noch gewinnen. Du wirst gewinnen, wie. Ich höre schon in deiner Stimme, wie aufgeregt du bist. Ja, also gerade jetzt, ich war schon so aufgeregt, also auf jeden Fall muss ich nachher mich ein bisschen hinlegen. Es tut mir auch leid, dass ich dann nicht mehr mit dir reden kann, aber es ist halt einfach zu viel für mich, weil so ja, das ist auch ja, so viel Aufregung. Schlecht für die Gesundheit. Ja, so viel Aufregung habe ich gehört, ist einfach wirklich nicht gut für die Gesundheit, habe ich. Auf gutefrage.net, also dieser vertrauenswürdigen Seite, habe ich da geschaut. Ja, das ist dann halt da gestanden und ich will mich. Oh nein! Kurz vor dem Ziel. Es ist nicht zu glauben. Der TNK Domino. Seine Dominosteine fallen um. Sein Leben wird immer kürzer. Bald wird der letzte Stein gefallen sein. Und er wird sterben. Ja. Ich wurde trotzdem Erster und ich bin jetzt so aufgeregt. Also, ich weiß nicht, ob ich wirklich noch eine nächste Runde schaffen werde. Doch, ich. Das ist ziemlich stressig. Doch, ich mache es. Boah. Ich mache es wirklich für euch, Leute. Ich mache es. Also, ich. Ach, ich werde es mal probieren. Sowas hinzukriegen, vielleicht. Du darfst dich aber nicht überanstrengen. Nee, also. Auch nicht stressen. Das darf ich nicht, nee. Ich kenne das schon ein bisschen von mir. Manchmal habe ich mir einen Toast gemacht. Und der kam so schnell raus, dann. Ich konnte ihn nicht essen. Es ging nicht. Er war so gut. Ich habe auch Butter drauf gestrichen, aber ich konnte ihn nicht essen. Es war zu hektisch in diesem Moment. Es war einfach. Das ist aber eine traurige Geschichte. Ja, das kenne ich eigentlich so nicht, solchen Stress, weil eigentlich bin ich ein ganz ruhiger Typ und der eigentlich nie rumschreit und nie irgendetwas blöd macht oder. Nee, ich bin eigentlich ein ganz professioneller Mensch, der eigentlich nie irgendwelche Kacke macht. Also, ja, das probiere ich halt so vielleicht auch ein bisschen hier euch rüberzubringen. Also, ja, das ist halt. Oh, ich habe den Anfang auch wieder ein bisschen verpennt. Was soll das eigentlich? Ist es das alles noch wert? Ist der Baumliebe eh wirklich so gut? Liebt er die Bäume wirklich? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich befürchte leider nicht. Nein, jetzt bin ich.
Ich bin runtergefallen beim Zimbelsprung. Nein. Ich auch. Nein, ich bin ganz runtergefallen. Ich fiel in die Lava. Oh. Ich fiel in die Lava und... Ja, besser als du. Geil, ich freue mich. Ja, in diesem Sinne würde ich euch allen eigentlich auch schon sagen, wäre es das gewesen für heute. Ja, das war jetzt eine ziemlich spannende Runde mit vielen, vielen Lachflashs. Viele Emotionen waren dabei. Und dieser Lachflash ist, ich konnte kaum ich konnte kaum meine Mundwinkel zusammenhalten. Und ja. Ja, das nächste Mal musst du dich besser zusammennehmen. Ich weiß. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch in diesem Sinne noch einen schönen Tag bzw. Abend. Und ja, würde sagen, haut da rein, Freunde. Dann sehen wir uns wieder morgen. Tschüss.